Die Personen behalten ihre Würde, ihre ganze Tragweite, weil die Inszenierung ihnen ein rein optisches Profil gibt. Es fehlt mit Absicht die Sprache. Also es gibt keine Dialoge zwischen den Personen, es gibt keinen Off-Kommentar, der das Ganze wieder einholen würde und sprachlich vermitteln machen würde und dem auch eine Intention oder einen Inhalt geben würde. Mir erscheint diese Fremdheit sehr nah an dem, was Levinas mit seiner Ethik wollte. Also die Personen bleiben uns fremd. Wenn man einen Menschen auf diese Weise betrachtet, sich also ganz auf ihn konzentriert, ohne dass all die vermittelnden Möglichkeiten der Sprache dazwischen treten, dann sehen wir seine Schwachheit. Immer wieder kommt es durch die Filmbilder von Ackermann zu einem Gefühlsausdruck, der von Einsamkeit, Schwäche, ja sogar Depression geprägt wird. Das hängt damit zusammen, dass sie Momente der Kontemplation vorführt. Augenblicke, wo die Menschen zwar durchaus in irgendwelchen intersubjektiven Beziehungen oder in ihrer Topografie verstrickt sind, aber zugleich auch aus ihr herausfallen. Sie warten vielleicht, sie stehen jedenfalls irgendwie still. Sie stehen damit in der Zeit, in ihrer Lebenszeit. Insofern sind sie. Sie existieren und wir spüren das. Also es geht weniger um dieses Moment einer Aktion, eines Aktionismus, sondern es geht um diese Momente des Inhaltens, wo wir merken, dass sie sich wir spüren sozusagen ihre Lebenszeit in den Film. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wir werden nicht wirklich konfrontiert mit ihrem Charakter oder ihrer Persönlichkeit, auch nicht mit ihren konkreten Problemen, nicht mit ihrem Beruf oder ihrem Wissen oder ihrer Sprache, sondern wir werden vor allem konfrontiert mit ihrer puren Existenz. Die Spannung, die bei der Betrachtung aufkommt, ist diese. Wir spüren ihre pure Existenz. Da sind sie. Die Frage ist also, und Ackermann hat sie versucht zu beantworten, wie kann ich einen Film drehen, in dem der andere nicht ein Abbild des Ichs der Zuschauerin wird? Also nicht als ihr Abbild, als ihr Double fungiert, sondern tatsächlich in seiner Andersheit komplett erhalten bleibt. Also wie kann ich mich gegen das Identifikationskino, wie kann ich mich dem verweigern? Und das ist, was Sie eben gesehen haben, ist ein sehr gutes Beispiel. Und diese Dokumentarfilme oder auch viele andere ihrer Filme, auch der berühmte Jean Dielmann, zeigen genau, diese Personen bleiben als andere Personen, als ein Gegenüber auf der Leinwand bestehen. Wir kommen nicht wirklich an sie heran, wir kommen schon gar nicht in ihre Psyche hinein, sondern wir begegnen ihnen. Und das ist ein völlig anderes Filmkonzept als das Hollywood-Filmkonzept, wo immer die Identifikation das tragende und entscheidende Element ist. Also dass wir mit einem Protagonisten oder einer Protagonistin mitgehen, mitfühlen, in ihr drin sind, in gewisser Weise, sie uns vertritt innerhalb der Leinwand, auf der Leinwand, innerhalb der Handlung. Diese mögliche andere Ästhetik ist nur deshalb, kann nur deshalb stattfinden, weil der Film absichtlich verweigert, uns Informationen darüber zu liefern, wer dieser andere ist. Und dieser andere hat auch keinen festen Ort. Die Menschen, die Ackermann zeigt, fallen aus ihren Orten heraus aufgrund ihrer Existenz, aufgrund dessen, dass wir spüren, dass sie ihre Existenz spüren. Es vermittelt genau dieses Moment eines Erlebens in der reinen Zeit, des Innehaltens und des Erlebens von Zeit. Wir können das sehen. Wir sehen auch, was sie tun. Oft ist es nicht viel. Wir sehen, wo sie wohnen, zu welchem Volk sie gehören, aber zugleich ist all das verbunden mit dem Gefühl, mit der Angst um ihre Existenz. Wir verstehen sie nicht, aber wir verstehen, dass sie leben und dass sie deshalb gefährdet sind. Ackermann weicht all den Möglichkeiten, ihre Filmbilder nur zu denken, systematisch aus. Sie lässt es nicht zu, dass wir die Bilder dieser Existenzen auf intentionale Aussagen reduzieren könnten. Und sie verweigert auch, dass man sich mit diesen Menschen identifiziert. Es gibt eine Barriere, eine Distanz, immer eine Alterität. Wir erfahren nichts, aber wir sehen eine Situation aus dem Leben dieser vielen verschiedenen Menschen. Godard war einer ihrer Vorbilder.
Es geht also demnach nicht nur um Inhalte, es geht um eine neue Filmsprache. Und Vincent Hedegaard hat genau das gesagt. Mit Chantal Ackermann beginnt nicht eine andere Art oder das ist nicht eine bestimmte Sorte von Film oder so, sondern damit beginnt ein neues Kapitel in der Möglichkeit der Filmsprache. Und ich würde jetzt ergänzen, dass entscheidend für diese Filmsprache eben dieser Einfluss der Philosophie von Levinas ist. Also diese Andersheit auf die Leinwand stärker zu, fokussierter auf die Leinwand zu bringen, vor allem das Gefühl dieser Andersheit. Also der andere soll als andere erfahrbar, spürbar werden. Diese Haltung, die den Rezipienten auf eine andere Ebene bringt als gewöhnlich, appelliert an etwas, das vor der intentionalen Erschließung liegt. Wenn wir eine gewöhnliche Dokumentation sehen, dann können wir uns mit den darin vorgestellten Protagonistinnen identifizieren, ihre Leidenschaften teilen. Das ist hier nicht so. Wir können die Situation, in der sie sich befinden, nachempfinden. Der Raum, in dem die Personen stehen, wird unglaublich wichtig. Das Gefühl ist aber eher, in demselben Raum mit dieser fremden Person zu stehen, bei ihr zu sein. Also das ist das, was in der Leinwanderfahrung eigentlich rüberkommt und nicht die Möglichkeit, uns per Identifikation in diese Person hineinschlüpfen zu können. Aber sie bleiben, und das ist wichtig, sie bleiben eben der oder die andere. Das hat viel mit dem Feminismus zu tun, der bemerkt hat, dass die Frau immer nur die Projektionsfläche des Mannes gewesen ist, aber nie als eigenständige Person auftrat. Also Andersheit kann auch hier in Bezug auf Weiblichkeit gedacht werden. Und das hat, denke ich, Chantal Ackermann auch getan. Was Levinas will, ist, die Philosophen für die Existenz des Anderen als das Sein zum Tode des Anderen sensibilisieren. Die ethische Ebene wird errichtet, indem ich spüre, dass der Andere endlich ist. Er ist seinem Tod wehrlos ausgeliefert. Es geht nicht um die eigene Existenz wie bei Heidegger. Die Sorge um den Tod des Anderen fällt nicht wieder zurück in die Sorge um den je eigenen Tod. Es geht tatsächlich um die Existenz des Anderen. Ethik ist bekanntlich immer auf andere gerichtet, also ist im Grunde die Bewegung für die Begründung und das Intaktbleiben von sozialen Systemen. Von da aus ist dieser andere da wesentlich wichtiger als das Ego. Das Ego ist im Grunde ja auch immer der Versuch, sich den anderen anzueignen, ohne ihn wirklich zu sehen. Also das sind die Gegenbewegungen. Dabei wird der Egoismus oder das Ego nicht komplett suspendiert. Das ist vollkommen impossible, sondern es wird einfach nur ein Stück weit zurückgedrängt zugunsten dieser Andersheit. Es geht also um eine Prioritätsverschiebung, nicht um ein Entweder-Oder. Es geht um die Existenz des Anderen. Die Ethik resultiert nach Levinas daraus, dass ich den Anderen als endlich und damit auch als schutzloses und schwaches Wesen wahrnehme. Die Bilderwelten von Chantal Ackermann insistieren oft auf diesen Punkt. Damit wendet sie sich nicht gegen das jüdische Bilderverbot, wie man meinen könnte, denn es geht um Bilder von Menschen und nicht um Abbilder von Göttern. Die Ikonografie der Filmstars im Kino, die basiert nämlich nicht auf dem Judentum, sondern auf dem Christentum, auf Jesus selber als einem göttlichen Menschen. Also man kann in der Verlängerung der Vergöttlichung von Filmstars immer dieses religiöse Bimborium, deswegen heißt es ja auch Ikonografie, sehen, wo also Menschen vergöttlicht werden. Damit hat Ackermann nichts zu tun, das hat sie sogar strikt abgelehnt. Also ihre Zusammenarbeit mit Juliette Binoche blieb, das war ja so ein Film-Superstar, blieb episodisch und wurde von ihr auch genau dahingehend kritisiert, dass das viel zu anstrengend sei, dass das eine Arbeitsmethode sei, über Ikonografie einen Film zu drehen, wie der Film dann auch, der bis heute einer ihrer bekanntesten ist, über die Couch in New York geworden ist, dann das wäre sozusagen, ist aber eigentlich nicht, entspricht eigentlich nicht ihrer gewöhnlichen Arbeitsweise. Also hier steht das Star-Kino und die Ikonografie, wie darüber hat Derrida einiges gesagt, wie das zusammenhängt und wie unsere medialen Bilder viel mehr von Christen als vom Judentum geprägt sind, steht sozusagen als eine vollkommen andere Arbeitsweise und eben eher klassische Arbeitsweise des Kinos, dieser jüdischen Idee, die tatsächlich das diese Vergöttlichung von Menschen absolut unterbindet,
entgegen. Also es ist tatsächlich eine jüdische Filmästhetik, wenn man so will. Und das, glaube ich, ist nicht ganz unwichtig. Das Bilderverbot widerspricht eben nicht der Auffassung vom Antlitz von Levinas, noch den Bildern von Räumen, Menschen und Gesichtern bei Ackermann. Ihre Bilder transzendieren auch, indem sie uns etwas Unverständliches zeigen. Aber sie vergöttlichen nicht. Also sie haben nicht diesen romantischen Übergang vom Irdischen zum Überirdischen, der Menschen selber steckt oder so. Sowas machten sie nicht. Sie zeigen uns vielmehr etwas, das wir nicht erschließen können, und dadurch transzendieren sie. Diese Andersheit ist transzendent. Dieses Andere bleibt anders. Sie stülpt ihm keine Idee, kein Konzept über. Es lässt sich auch kein Sinn extrahieren. Es gibt keinen Gedanken, der die gezeigte Welt zusammenfasst. Vielmehr bleibt diese selbst präsent in ihrer Andersheit. Präreflexiv erfahren wir vor allem die Menschen in der Zeit. Die Dauer der Zeit wird spürbar, da kaum etwas passiert. Also das ist wirklich das Aufregendste, diese langen Kameraeinstellungen, die diese Person in der Geworfenheit in der Zeit spürbar werden lassen. Die Dauer der Zeit unterliegt nicht dem Willen, im Gegenteil. Die Zeit, die es dauert, lässt sich nicht aktiv aneignen. In den Filmen von Chantal Ackermann, die ewig dauern, wird eben dies spürbar. Die Fülle einer vom Willen beherrschten Zeit, die jeder andere x-beliebige Film anhand seines Handlungsablaufs zeigt, in dem ein Protagonist sich die Zeit aneignet, also sich die Zeit nimmt, um etwas zu tun, stellt sie die Lehre einer passiv erlittenen Zeit, also Personen, die nichts nicht viel tun, sondern eigentlich innehalten und die Zeit spüren, gegenüber. Es geht um ein Erdulden der Zeit, und diese Passivität ist ganz entscheidend auf dieser präreflexiven Ebene, also wo man sich sozusagen nicht qua Ego da reinspielt, sondern einfach die Tatsache des Zeitverlaufs selber wahrnimmt, die es immer gibt und die immer mitläuft. Also wir alle laufen unter dieser Stoppuhr des Zeitablaufs, denn auch unsere Zeit ist bekanntlich begrenzt. Das können wir vielleicht am ehesten wahrnehmen über die Zeit des anderen. Wir sehen die Figuren altern, denn das ist es, was die Zeit mit ihnen macht. Geduldig altern oder sogar bereits alt sein. Das verunsichert das Bewusstsein. Es beginnt sich in Frage zu stellen. Es sieht, dass die Ebene nicht seinem Willen unterliegt, ja nicht einmal ein Ziel sich vornehmen kann, sondern er darin ausgeliefert ist. So entsteht durch diesen Selbstzweifel, der die Dominanz des Egos bricht, ein ethisches Verhältnis zur Welt. Das Ich wird eingeschüchtert durch diese Ebene, die nicht auf Wollen und Können basiert. Sobald wir auf diese Ebene uns eingelassen haben, auf ein intentionsloses Bewusstsein, gibt es auch keinen festen Ort mehr. Der Wille diktiert stets den Sinn, der immer aktiv gegeben wird. Worauf Ackermann und Levinas hinaus wollen, ist die Leserinnen oder Zuschauerinnen, dass sie sich passiv auf diese Welt einlassen, um sie zu erfahren. Sie unterbrechen die aktive Identifizierung, die Vereinnahmung durch das Ego. Die so entstehende, aber immer schon vorhandene Passivität kann nicht einmal mehr reflektiert werden, weil das erneut eine Aktivität wäre. Sie ist einfach da, ohne bewusst zu sein. Also das, was ich hier mache, gehört nicht mehr unbedingt dazu, diese Ebene noch zu reflektieren, sondern es geht wirklich um das Erfahren. Und das findet in diesen Filmen tatsächlich statt. Das Antlitz ist nicht das konkrete Gesicht. Vielmehr ist das Antlitz die Nähe des Anderen. Es ist also mehr eine gespürte Dimension, die aber nur möglich wird, wenn wir die Abwesenheit des Anderen, die Anwesenheit des Anderen merken. Das Gesicht kann viele Dinge ausdrücken, aber bevor es überhaupt etwas Konkretes ausdrückt, enthält es eine wesentliche Dimension. Es zeigt den Tod des Anderen. Und ich werde von ihm angeklagt, wenn ich dem gleichgültig gegenüberstehe. Da liegt der ethische Appell da drin. Also man kann, zum Beispiel in The East, diese Personen nicht sehen, ohne diese Empathie oder diese Anklage zu empfinden, die in ihrer Vergänglichkeit liegt. Das ist sozusagen die ethische Ebene, auf der sich das mitteilt. Und ich kann mich aber auch nicht identifizieren
Also das ist nicht mein Tod, das ist nicht meine Zeit, sondern das ist tatsächlich die Zeit des anderen. Von dem Wissen über den Tod wird diese Ebene einer mysteriösen Vereinnahmung und Sterblichkeit des anderen erfahrbar. Also wesentlich dafür, dass ich die Existenz des anderen spüre, ist das Antlitz. Darauf hat Levinas immer wieder insistiert, das ist einer seiner Zentralgedanken, zu der man viel, viel sagen könnte. Aber eines ist gewiss, dieses Antlitz hat keine ikonografische Funktion. Lässt sich nicht auf diese Art und Weise verstehen. Es hat nichts Vergöttlichendes oder irgendwie so etwas. Es geht eher darum, daran diese Schutzlosigkeit und dieses Ausgeliefertsein wahrnehmen zu können. Also das, darüber wird es am stärksten wahrnehmbar. Das Antlitz trägt den Appell in sich, mit seiner Sterblichkeit, den anderen mit seiner Sterblichkeit nicht allein zu lassen. Eben dies kann man in den Filmen von Chantal Ackermann, finde ich, sehr gut sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.